Censeo heißt das. Hab ich doch. Nein, du hast Censo geschrieben. Ach, dieses Geplärre, ich mach das mal aus. Och Mutti, mit Musik kann ich viel besser arbeiten. Du überarbeitest dich mit und ohne Musik nicht. Das ist ein solches Geschmiere, also es geht nicht. Du musst die Seite leider noch mal schreiben. Oh, da werde ich ja nie fertig. Wieso? Du hast doch den ganzen Nachmittag Zeit. Und wann soll ich Fußball spielen? Also Mutti, wenn mein Körper keinen Ausgleich hat, dann kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Na, ich möchte nur mal wissen, was du noch alles brauchst, um eine Seite Latein in dein Heft zu bekommen. Fußball, Radio, Mickey Maus. Ach, ich möchte nicht, dass du diese Dinger mit in die Schule nimmst. Für die Pause. Bis wann musst du denn deine Geometrieaufgaben haben? Bis übermorgen. Und dann machen wir sie morgen zusammen. Nein, lieber nicht. Mutti, weißt du, die letzte, die wir zusammen gemacht haben, die war auch total falsch. Von A bis Z. Naja, es ist auch... Ich kann mich ja auch mal irren. Ich lass mir lieber wieder von Manny helfen. Also bitte schreib die Seite ab, wie ich es dir gesagt habe. Dass Thomas immer seinen Hausschlüssel vergessen muss. Ich möchte wissen, wo der seinen Kopf hat. Das ist Thomas. Bitte, Mutti, lass mich was ausprobieren. Hallo, Thomas. Oh, Manny! Sag mal, hast du einen Vogel oder was ist mit dir los? Du hast dir nicht wehgetan, was? Nee. Entschuldigung, aber ich muss das mal ausprobieren. Ein Überraschungsgriff. Judo. Klappt prima, was? Ja, fabelhaft. Völlig übergeschnappt. Und an sowas habe ich jahrelang herumerzogen. Warum machst du das nicht mit deinesgleichen? Ich finde das absolut nicht witzig. Was war denn hier los? Ach, Paulchen, du lass dich doch nicht von jeder Kleinigkeit ablenken. Ach, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, wenn einen der eigene Bruder halb umbringt. Ja, wirklich, Manny, ich muss auch sagen... Wieso hat er dich halb umgebracht? Was hat er denn gemacht? Also, der Witz ist nämlich der. Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich es gar nicht witzig finde. Also komm, Tommy, nun mach mal halblang. Ich erkläre dir das. Das ist eine prima Sache. Hm? Du weißt gar nicht, wie gut du das im Leben gebrauchen kannst. Und für Einbrecher und Nebenbuhler und so. Ja, ja. Übrigens, Mutti, ich wollte es dir nur vorhin beim Latein nicht verpassen. Und der Aufsatz, den wir zusammen gemacht haben, der ist auch total daneben gegangen. Am Thema vorbeigeschrieben, hat der Professor gesagt. Und auch die Disposition war nicht besonders gut. Ach. Naja, das kommt eben davon, wenn du deine Aufsätze nicht selbst schreibst. Also ich schwöre dir, ich mach dir keinen mehr. Ich glaube auch, dass es so besser ist. Weißt du, ich gehe lieber wieder zu Thomas. Bei dem habe ich jedes Mal eine Eins bekommen. Du, Mutti, was hattest du eigentlich in Deutsch für Noten? Mir ist das, ob ich Schule geschwänzt hätte. Hast du auch. Plagen sie dich sehr? Ich meine... Bitte? Dankeschön. Danke. Darf ich? Ein weißes Haar. Das mag ich nicht. Das passt gar nicht zu dir, Mama. Bei euch bekomme ich lauter weiße Haare. Manchmal habe ich das Gefühl, als habe ich junge Wölfe geboren. Aber ich war doch immerhin. Du warst das Lamm, natürlich. Was hast du denn da? Einen alten Prospekt von einem süßen kleinen Kurort in den Bergen. Der soll neu aufgezogen werden. Der Kurort? Nein, der Prospekt natürlich. Ich habe die Sache in Auftrag bekommen. Weißt du... Ich arbeite da mit einem Grafiker zusammen. Nächste Woche fahre ich ein paar Tage hin, um Aufnahmen zu machen. Na prima. Bekomme ich alles bezahlt. Ich bin im ersten Hotel im Weißen Elefanten eingeladen, mit allem drum und dran, sogar mit Begleitung. Da kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich nicht alleine fahre. Sicher nicht. Du würdest doch auch nicht alleine fahren, wenn du an meiner Stelle wärst. Wenn man dir die weibliche Begleitung quasi aufdrängt. Wer ist denn die Glückliche? Jemand, der dringend einmal ein paar Tage ausspannen muss. Du meinst die Kleine, die Durchsichtige? Wie heißt sie denn? Na, die mit den Rehaugen. Du wirst schon sehen. Eine reife, eine gescheite Frau. Eine, mit der man reden kann. Eine reife Frau? Bei der wirst du doch hoffentlich nicht hängen bleiben, Freddy. Kaum. Bitte keine Experimente. Möchtest du mein Fotoapparat mitnehmen, Mutti? Ich bitte dich, sieh mal, was ich hier habe. Nein, Manny. Das Buch stecke ich in die Tasche. Ach nein, Thomas. Lass ihn doch. Warum heißt es denn Taschenbuch? Teilt mir das Haushaltsgeld gut ein. Thomas, du bist mir für alles verantwortlich. Jawohl. Ich kaufe mir gleich 3 Dosen gezuckerte Kondensmilch. Ich mache mir solche Sorgen, was ihr anstellen werdet. Das Haus verbrennen. Mit Wasser spritzen. Ach, Kinder, du machst sie doch nicht konfus. Dass du dir ausgerechnet mich ausgesucht hast. Ich komme mir vor, als sollte ich auf den Mond geschossen werden. Du machst dir keine Sorgen, Mama. Wir kommen schon zurecht. Ja. Und verhungern. Ja. Und putzen uns die Zähne nicht. Ja. Und waschen uns den Hals nicht. Ja. Und machen Rennen auf die Tischplatte. Ja. Und gießen Gips in den Ausguss. Ja. Hört doch schon.
schon auf! Die sind doch alle verrückt. Ich sage es dir doch, ich kann nicht einfach 3 Tage wegfahren. 4. Also Schluss jetzt, Mama, raus mit dir. Keine Widerrede, jetzt komm! Erhol dich schön, mach mal Pause, komm! Wie viel Würstchen soll ich denn aufmachen? Ich esse eine Dose ganz allein. Ich auch. Für mich macht Corned Beef auf. Das tue ich mir in die Pfanne zu den Kartoffeln. Das ist dein Ding? Das macht Spaß. Du bist doch ein Depp, Muschi. Na, komm mal hier. Die ist bedient für heute, du. Hier, gib ihr die Wurst, dann beruhigt sie sich wieder. Mein Corned Beef mache ich mir selber auf. Der Boden ist ja noch pitschnass. Nachher kommt ja die Lustfrau. Übrigens, Minnie, was essen wir denn dazu? Von Wurst allein werde ich nicht satt. Na, Thomas muss uns von seinen Bratkartoffeln abgeben. Beeil dich, das Wasser kocht. Stell ab! Nicht, dass sie wieder platzen! Du bist ja direkt gemeingefährlich. Klingt nach Kuh, was? Ach, mir schmeckt das Sauerkraut roh viel besser als gekocht. Lass mal kosten von deinem Mischmasch. Ist manchmal heute Abend auch. Ist noch Corned Beef da? Ja, ich glaube 2 Dosen. Du, und dann habe ich was ganz Herrliches entdeckt. 2 Dosen von diesen gesalzenen Nüssen, weißt du, die so gemischt sind, nicht nur Erdnüsse. Die es immer zur Einladung gibt. Ja, die. Warum Mutti die nie für uns spendiert? Na, du weißt doch, wie vergesslich sie ist. Sie denkt einfach nicht daran. Ich glaube, Mutti legt furchtbar viel Geld auf die hohe Kante. Na, halt, lass mir auch was von dem Senf. Danke. Sie meint doch immer, dass es mal nicht reicht für unser Studium oder so. Na, ich kann mir auch nicht denken, dass wir 20 Mark am Tag einfach verfressen, wie sie immer behauptet. Nee, schau her. Hier sind wir 2 Tage allein und haben nicht einen Pfennig ausgegeben. Doch, Milch und Brot. Das bisschen Milch. Da ist ja auch noch Muschi dabei. Außerdem lassen wir es anschreiben. Wer ist denn das? Die Lustfrau. Du sollst nicht immer zu Frau Lustmann Lustfrau sagen, ja? Guten Tag. Tag, Frau Lustmann. Frau Lustmann. Die jungen Herren Tafeln. Lasst euch nicht stören. Kinder, ihr habt aber aufgeräumt mit Mutters Reserven. Ich hab da eben einen Blick in die Küche geworfen. Naja, wir wollen sparen. Wir wollen kein Geld ausgeben. Kann ich mir denken. Da wird eure Mutter ihre helle Freude dran haben. Alles kahl gefressen, wie nach einer Heuschreckenplage. Was denkt ihr denn, was das Zeug da kostet? Ja, wenn Paulchen nicht obendrein die Schokolade, den Kakao und den Zucker genommen hat. Wer hat den Zucker aufgegessen und die Schokolade? Ich hab dich gestern Abend gesehen, wie du dir eine ganze Tasse Schokoladenpulver mit Milch gemischt hast. Ja, dann kaufen wir eben alles nach und stellen es wieder rein. Da könnt ihr aber einen 100-Mark-Schein einstecken, das sage ich euch. 100 Mark? Ja. Gut für die Reisen. Unwichtig. Du wirst staunen. Du, ich hab's. Wie sagt der Lateiner? Eureka. Der Grieche. Ja. Hier, pass auf. Sag mal, willst du nicht erst ein Rad in den Keller bringen? Nein, ich brauche es gleich wieder. Da, lies mal. 6 junge Dackel abzugeben, das kommt doch gar nicht in Frage. Mama liebt solche Überraschungen nicht. Doch nicht die Dackel. Da. Wir können wahnsinnig viel Geld verdienen. 2 Tage unsere Zimmer vermieten. Wir können nicht einfach fremde Menschen in unsere Wohnung lassen. Was soll der Mama dazu sagen? Die merkt das doch gar nicht. Aber was wird sie sagen, wenn wir ihr ganzes Geld aufgegessen haben? Naja, mal sehen, was Mandy davon hält. Komm, halt mal, ich muss da Platz machen. Solche Leute bringen bestimmt einen Haufen Klamotten mit. Wo soll ich denn hin mit dem Zeug? Na, pack alles zu Mutti ins Wohnzimmer. Da, hau ab. Paulchen! Paulchen! Komm, mach mal die Decke da auseinander. Dann halt die Zipfel hier fest. Prima sieht's hier schon aus. Wie in einem Hotelzimmer. Da könnten wir gut und gerne 12 Mark für verlangen. Na, warten wir erst mal ab, wen uns Thomas da anbringt. Wir hätten nicht Thomas schicken dürfen. Du hättest gehen sollen. Wenn der den Griechisch kommt, kriegen die alle gleich einen Schreck und kein Schwein kommt zu uns. Nein, nein, lass mal. Thomas macht einen ganz soliden Eindruck. Was ist mit deinem Zimmer? Ist es fertig? So gut wie. Das Bett habe ich überzogen. Und der Nachttisch? Na, lass mal sehen. Das solltest du doch alles ins Wohnzimmer bringen. Na, da geht auch nicht mehr viel rein.
Ihr mieft wie im Ziegenstall. Wart mal. Werden wir gleich entmiefen. Hör auf damit. Die denken noch, bei uns gibt's Wanzen. Meinetwegen. Du, ich bin gespannt, wen uns Thomas da anbringt. Alte Textilfritzen, die schon mit dem Kopf wackeln. Ob man mit denen Jux machen kann? Person für 3 Übernachtungen mit Frühstück. Was für Personen? Wie sollen wir denn das Frühstück machen? Wir müssen noch zur Schule. Also, da sind... Was zahlen Sie denn? 12 Mark und 2,50 Mark das Frühstück. Mensch, dafür könnten Sie einem Hotel wohnen. Na, könnten schon, aber können nicht. Ist doch alles belegt. Außerdem zahlen Sie dort doppelt so viel. Stimmt. Also, Dagmar Warnström aus Oslo, Judith Westen aus Bangkok und Lola Markebauer aus Wien. Lola? Die mag ich nicht. Die kommt nicht in mein Zimmer. Wieso denn nicht? Da war voriges Jahr im Ferienheim so eine Lola. Und die war Bettnässer. Also Sie kommen gegen 5. Los, das schaffen wir noch. Ob ich ihr die Koffer in ihr Zimmer bringen soll? Frag doch deine. Was hast du denn da? Kamillentee. Meiner hat Bauchweh. Vom schlechten Fisch oder so. Oh, Honey, du bist ein good boy. Hier, Honey. Oh, Sugar, ist tabu für mich. Darf ich nicht essen? Ach ja, da wären sie ja zu fett von. Mhm. Gehört der Katz dir? Uns allen zusammen. Sit down. Ich habe einen kleinen Bruder, genau wie du. Wir spielen aber als Scrabble zusammen. Spielst du auch Scrabble? Mm-mm. Macht nix. Erzähl mir was. Von School vielleicht? Oh, Schule ist... Na, eben Schule. Dann erzähl von Mama. I bet she is wonderful. Oh ja, das ist sie. Noch so jung? Nein, die ist nicht mehr jung. Die ist schon alt. Die ist schon über 40. Zu dumm, dass ich den zweiten Schlafsack nicht finden kann. Weil Mutti auch immer alles so schrecklich aufräumt. Du, was machen wir jetzt mit Paulchen? Wo bleibt der überhaupt? Der sitzt doch drüben und timmelt seine Miss an. Sag mal, das geht doch so für Paulchen, oder? Nein, viel zu kurz. Ja, aber so fällt er durch. Sag mal, warum kann er eigentlich nicht bei dir mit auf der Couch schlafen? Nein, also mein Schlaf ist mir heilig. Was dir so alles heilig ist? Hier, da sind sie. Sie will was von dir. Ja, bitte? Ich hätte eine große Bitte. Könnte ich mir eine Kleinigkeit ausbügeln? Ja, das hätten Sie auch mir sagen können. Ich bringe Ihnen das Eisen. Halt, ich hole es schon, ja? Bitte, wenn du willst. Oh, ich höre Plecken. Das möchte ich auch. Sofort. Jetzt haben wir euch aus euren Zimmern vertrieben, nicht? Och, das macht nichts. Ein schöner Teppich. Schau mal, Dagmar. Fabelhaft. Sei doch nicht albern, Manny. Meine wollte es zuerst haben. Was heißt hier deine? Meine ist Schwedin und gegen Ausländer muss man besonders zuvorkommend sein. Ach, das ist unfair. Da hast du die Bescherung. Jetzt kann ich es glücklich noch reparieren. Oh. Oh, pardon. Ich wollte da nur... Da ist nämlich mein Werkzeug. Kommen Sie doch nur herein. Ja. Das ist doch... Das kann sich doch nicht aufgelöst haben. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier rumkam, aber ich muss meine Sachen für morgen früh zusammen haben. Bitte, bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich suche nämlich... Das ist doch wie verhext. Ich wollte früher auch mal studieren. Aber dann ist mir meine Taille dazwischen gekommen. Ihre was bitte? Na, meine Taille. Aha. Irgendjemand hat meine Taille entdeckt und aus was. Schon war ich Manneke.
Aber ich finde, der Mensch soll sich zu nichts zwingen. Er soll das tun, woran er Freude hat. Sie glauben doch nicht, dass ich Freude daran habe, wenn ich zuschauen muss, wie die anderen Bovil-Datschkel essen und ich nicht mithalten kann, damit ich ja kein Gramm zu dick werde. Hm. Sagen Sie, was suchen Sie da eigentlich? Na, mein Heft. Ein griechisches Heft. Ist es das da? Ich hab's da drunter gelegt, weil der Tisch gewackelt hat. Ja, das ist es. Und Sie müssen so lange auf das Bügeleisen warten. Tja, wenn mein Bruder was repariert, dann nimmt das bis auf die Grundfesten auseinander. Oh, das ist ja. Den lieb ich. Ich glaube, der junge Herr macht aus dem Bügeleisen eine Mondrakete. Sag mal, Minnie, was passiert? Du sei noch ganz ruhig. Wenn bei ihm mal etwas in zwei Teile zerfällt, ist es gleich ein technisches Wunder. Was ist denn? Psst. Du, wer kassiert denn nun? Na was denn? Fürs Übernachten. Das müssen wir uns doch im Voraus bezahlen lassen. Besonders von den Zweien da drin. Die können uns ja morgen früh abhauen, ohne zu bezahlen, und uns doch die ganze Bude leer räumen. Sag mal, du hast wohl nicht alle beisammen, was? Ich glaube, die spekulieren auf Muttis schönen Teppich. Ich habe gesehen, wie sie sich heimlich Zeichen gemacht haben. Ach, Poltchen, quatsch doch nicht. Also meine, die ist nicht dabei. Die hält sich da ganz raus von den anderen. Jetzt geht es mir wieder alright. Der Tee hat mich gesund gemacht. Ja, dann kommen Sie doch mit rein. Wir hören Platten. Oh, fein. Oh, fein, da bist du wieder. Hallo, Judith. Ich bringe unsere Kranke. Ja. Meine. Natürlich deine. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Komm her. Geht's dir besser? Nicht aussteigen, Mama. Ich komme rüber mit dem Schirm. Und die Koffer? Nicht jetzt, die holen wir später. Manny und Paulchen können nachher mit mir runterkommen. Wir haben aber auch ein Glück mit unseren Unternehmungen. Wir hätten vielleicht nicht so schnell aufgeben sollen, sondern noch ein oder zwei Tage abwarten. Das hätte gar keinen Zweck gehabt. Bei dem Wetterbericht und in diesen Gebirgstälern, da krallt sich das Sauwetter derartig ein. Das ist hoffnungslos. Die werden Augen machen, dass wir wieder da sind. Du bleibst doch auch noch. Wir machen einen gemütlichen Abend. Ja, gern. Komm. Machen Schularbeiten. Schöne Schularbeiten. Ich komme gleich. Ja. Wer hat sich denn hier einquartiert? Jedenfalls ist Paulchen dabei, Kaugummi. Da muss ich doch gleich mal nachsehen, hoffentlich ist nichts passiert. Manny? Thomas? Paulchen? Ja, Mutti, wo kommst du denn her? Was ist denn hier los? Oh, hello. I suppose this is Mom. How do you do, Mrs. Seibold? How do you do? Darf ich vielleicht mal um eine Erklärung bitten? Mutti, wenn wir gewusst hätten, dass du heute... Ich meine, dass du schon nach zwei Tagen nach Hause kommst... Möchtest du die Damen nicht mal mit Mama bekannt machen, Thomas? Ach ja, natürlich. Das ist Fräulein Warnström, Fräulein Markebauer, Miss Westen, meine Mutter.
Ich sehe, die Damen haben sich hier bereits häuslich niedergelassen. Also Mutti, die Mädchen haben nun wirklich keine Schuld. Das Ganze ist durch die IMOCO gekommen, Mama. Was ist die IMOCO? Internationaler Modekongress. Wenn wir geahnt hätten, dass es hier Komplikationen gibt, wären wir natürlich nicht eingezogen. Halb so wild mit den Komplikationen. Sie werden Ihr Kleid verbrennen. Danke, ich habe schon ausgeschaltet. Lass dir mal erklären, Mutti. Die Sache ist nämlich die, wir haben nämlich alles... Das erklärst du mir vielleicht, wenn wir alleine sind. Die Boys wollten Geld machen. Alle Boys wollen es immer. Wir machen ihnen bestimmt nicht viel Arbeit. Und wir machen auch unser Frühstück selber. Mama, wirklich. Ich glaube, es ist besser, ich spreche mit dir unter vier Augen. Aber Kinder, du mach doch kein Drama draus. Wollen wir uns nicht alle setzen? Mama, bitte? Na. So. Und welche Überraschung habt ihr nun noch für mich bereit? Nichts, gar nichts. Höchstens, wir haben mit deinen eisernen Reserven ziemlich aufgeräumt. Naja, aber die sollen ja sowieso alle paar Monate erneuert werden, steht in der Zeitung. Ja. Ich mach schon auf. Aber setzen Sie sich doch bitte, meine Damen. Thomas, mach ein bisschen Musik. Zigaretten? Ja, bitte. Ui, du? Tag, Paulchen. Tag, Onkel Karl. Ach, ist das ein Hundewetter. Meine Scheibenwischer haben es kaum geschafft. Du, ich habe mir eingebildet, ich hätte Freddys Wagen unten vorm Haus stehen sehen. Aber man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Komm mal mit, ich zeig dir was. Didi, Freddy, schon zurück? Und jetzt sehe ich Gespenster? Nein, Lebende. Das sind alles Logiergäste. Thomas, stell doch mal vor. Ja, das ist mein Onkel Karl Fendt, Fräulein Warnström, Fräulein Markebauer. Und das ist Miss Weston. Die sind alle von der IMOCO. Barnikens. Und wir sind unvorhergesehen zurückgekommen, Freddy und ich. Ja, mein lieber Karl, ich fürchte, ich muss deine Gastfreundschaft für ein paar Nächte... Wie viel sind es eigentlich? Drei, gnädige Frau, nur noch drei. Also für drei Nächte in Anspruch nehmen. Du meine? Ich wollte gerade deine in Anspruch nehmen. Ein alter Schulfreund von mir, der jetzt in Mailand wohnt, ist mit seiner Tochter, seinem Schwiegersohn und seiner Sekretärin hier. Dem habe ich meine Wohnung zur Verfügung gestellt. Er macht so Seidenstoffen oder so. Auch so ein IMOCO-Mensch. Naja, da heißt es eben kolossal zusammenrücken. Also ich meine, Miss Weston, die kann unmöglich zusammenrücken. Die hat einen schlechten Fisch gegessen und hat Bauchweh. Leibschmerzen. Vielleicht hat sie das auch noch. Paulchen! Nun stöhnt nicht. Ihr habt euch die Suppe eingebrockt, jetzt müsst ihr sie auch auslöffeln. Thomas schläft wie ein Murmeltier. Und dabei behauptet er immer, er sei feinnervig. Bin ich auch. Aber die Mädchen sind wirklich bemerkenswert, Mutti. Das musst du doch selber sagen. Ja, ja, gut. Aber jetzt lasst mich bitte schlafen. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir und morgen früh muss ich für 7 Personen Frühstück machen. Gute Nacht. Nacht, Mutti. Gute Nacht, Nacht. Mama. Du, Mutti, was heißt eigentlich Honey? Sie sagt immer Honey zu mir. Honig, Paulchen. Schlaf jetzt. Nacht, Mutti. Gute Nacht.